Herr Land, Sie bezeichnen sich ja selbst als digitalen Darwinisten und Evangelisten. Was verbirgt sich hinter diesem großen Namen und Titel? Charles Darwin hat ja die Evolutionslehre erfunden und Evolution ist nicht unbedingt schön. Also Evolution, da geht es um Anpassen oder Untergehen, also Adapt or Die. Und so ist das auch in der digitalen Welt. Da gibt es auch eine digitale Evolution. Und wer sich da nicht anpasst, da gelten dieselben Regeln. Der Evangelist ist ja im Neuen Testament der Überbringer der frohen Botschaft. Und ich sage immer, ich habe auch eine frohe Botschaft. Du kannst was tun. Die schlechte Nachricht, du musst auch was tun. Und die Hoffnung, dass das alles vorübergehen möge, ohne dass wir was tun, ist, glaube ich, keine gute Strategie. Ist das denn dann auch die Kernaussage Ihres Buches, Digitaler Darwinismus? Ja, genau darum geht es in dem Buch Digitaler Darwinismus. Der stille Angriff auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre Marke. Still, weil am Anfang hat man den nicht so richtig wahrgenommen, diesen Angriff. Denken Sie mal, was im Handel passiert ist, als die übersehen hat, dass im Internet sehr viel verkauft werden kann. Und heute, am Anfang war das ein Anschlag aufs Geschäftsmodell, nämlich online versus der physische Shop, die physische Filiale. Jetzt ist es inzwischen so weit, dass man sagt, inzwischen hat man verstanden, was Amazon da die letzten 15 Jahre getan hat. Amazon ist ein 100-Milliarden-Unternehmen und Praktika, Quelle Neckermann, die gibt es nicht mehr. Das heißt, es war zunächst ein Anschlag auf das Geschäftsmodell und zum Schluss ist die Firma, die Marke ausgelöscht. Staub im Universum. Der Kunde ist längst digital, er ist online unterwegs, er sieht es als einen großen Vorteil an. Was glauben Sie denn, hat denn vor allem der Mittelstand tatsächlich schon verstanden, welche Auswirkungen wirklich die digitale Evolution hat? Ich glaube zum Teil ja. Man beginnt das zu verstehen. Aber wir sind noch bei weitem nicht da, wo wir sein könnten. Also ich glaube, es ist ja nicht nur ein Risiko, sondern es ist auch eine Chance. Und viele Unternehmen haben die leider noch gar nicht verstanden. Ich persönlich glaube zum Beispiel auch an eine Renaissance im Einzelhandel. Die Tante-Emma-Läden werden zurückkommen. Aber es wird eine neue Art von Tante-Emma. Die Kombination zwischen online und also virtueller Welt und realer Welt, wo ich dann auch mein Sortiment um tausende von Artikeln erweitern kann, die es immer im Internet gibt. Diese Chance ist heute noch komplett unverstanden. Ich glaube, Veränderung ist das, was uns allen immer noch so ein bisschen Angst macht. Das ist so. Sie sagen, da steckt die Chance drin. Haben Sie denn Zahlen, die tatsächlich belegen können, wie Unternehmen sich entwickeln, die sich dieser digitalen Chance gestellt haben? Absolut, absolut. Also wir selber haben bei Neuland einen sogenannten Digital Readiness Index entwickelt. Wir haben uns 13 Industrien, also von Banken, Versicherungen über den Handel, Einzelhandel, aber auch Lebensmittel und Fashion Retail angeschaut und haben dann geguckt, wie sehen denn diese Unternehmen aus? Was zeichnet die Unternehmen aus, die besonders ready, also fit sind? Und was zeichnet die aus, die weniger fit sind? Die Schlusslichter in diesem Test waren zum Beispiel Praktika Promarkt. Ja. Praktika hatte eine Woche, bevor wir den Bericht veröffentlichen konnten, Insolvenz angemeldet. Also es gibt da einen Zusammenhang und das wird auch durch internationale Studien belegt. Also wir haben konkret eine Studie vom Massachusetts Institute of Technology vorliegen. Da haben wir herausgefunden, dass die Unternehmen, die digital fit sind, 9% mehr Umsatz machen wie vergleichbare Unternehmen, 26% profitabler sind und 12% mehr wert. Also der Unternehmenswert ist 12% höher. Und das sollte einen ja aufhorchen lassen. Nun hat ja nicht jeder Mittelständler mit dem Endverbraucher zu tun. Ist denn diese digitale Transformation, vielleicht auch gerade im B2B-Geschäft, eine ganz wichtige Geschichte, auch überlebenswichtig? Das Entscheidende ist, dass man auch hier, also im B2B-Geschäft, verstehen muss, dass ich immer noch mit Kunden zu tun habe. Wie kann ich die Key-Entscheider, die Hauptbeeinflusser beeinflussen? Wie kann ich besser mit denen kommunizieren? Im Bereich Vertrieb, im Bereich Marketing, im Bereich Marktforschung, Communities, also Gemeinschaften, wo man sich austauscht, um zum Beispiel Marktforschung mit den Kunden zu betreiben oder gemeinsam mit den Kunden mit involviert in seine neuen Produktentwicklungen. Ja? Das erzeugt Interaktion und Interaktion erzeugt zum Schluss Loyalität. Und das ist auch, was ich als Hersteller von einem Lötfett oder von einem Landmaschinenhersteller erwarten würde, dass er mir meine Wünsche erfüllt.
entwickelt und die Produkte so macht, wie ich die als Kunde wünsche oder die Verbesserungen vornimmt, die ich als Kunde gerne hätte. Das heißt, da müssen Unternehmen nicht nur in der Kommunikation etwas verändern und wahrnehmen, dass der Kunde heute anspruchsvoller ist, er ist digital unterwegs, er ist mobil, sondern dann müssten doch auch wirklich komplette Marketingkonzepte, Vertriebswege und dergleichen verändert werden, ja, oder? Also was wir erleben werden, der digitale Darwinismus, so wie ich ihn nenne, ändert halt wirklich alles. Die Art und Weise, wie wir verkaufen, wie wir produzieren, wie wir Logistikketten gestalten, wie wir Marketing machen, wie wir Produkte gestalten, also Innovation gestalten, es verändert alles. Nachher wird nichts mehr so bleiben wie vorher. Und die Unternehmen und die Unternehmer müssen verstehen, dass das eine Riesenchance ist. Und wir sehen das ja auch schon an ein paar Beispielen, wo Unternehmen dann diese Dinge mit aufnehmen. Also beispielsweise, was die wenigsten wissen, eine Firma wie John Deere, die eine große, also als Landmaschinenhersteller, die haben eine größere Community auf Facebook wie Adidas. Echt? Hätten Sie das gedacht? Nein. Ich auch nicht. Von John Deere. So, und aber das ist halt Tatsache, ne? Und das, es lohnt sich immer. Aber es braucht eine Strategie und es braucht auch eine digitale Vision. Wer keine digitale Vision hat, für den, glaube ich, wird es sehr schwer. Was raten Sie denn jemand, typischer Mittelständler, der sagt, ganz verpennt habe ich es nicht, ich nehme es auch an, aber wie kann ich denn jetzt so einsteigen, dass ich den größtmöglichen Nutzen habe mit all den digitalen Möglichkeiten? Also, erstmal würde ich mich einfach mal ein bisschen informieren im Internet selbst. Das ist die Quelle von sehr, sehr viel Information. Einfach mal gucken, was machen die Wettbewerber. Es gibt sehr viele Reports. Es gibt nicht nur den Digital Readiness Index, es gibt Digital Transformation Indizes und so weiter, wo man solche Dinge nachlesen kann, wo man auch Best Practice liest. Also, was hat denn funktioniert beim Nachbarn? Was hat bei dem Sanitäter? Fachhandelhändler funktioniert, was hat bei dem Bäcker funktioniert, bei dem Anwalt. Wir hatten gerade den Digital Transformation Award gemacht vor ein paar Wochen und da hat gewonnen unter anderem eine Zahnarztpraxis mit 11 Mitarbeitern und die hatten ein fantastisches digitales Programm. Jeder kann was tun und das Entscheidende ist, das Ergebnis, diese Profitabilität, die entsteht halt so wie der Henry Ford, der hat sein Fließband aufgebaut und wer digital eine durchgängige Strategie hat, der baut quasi sein Fließband in der Produktion sozusagen auf und das Ergebnis ist Automatisierung und damit erhöhte Profitabilität und das hat der Unternehmer in aller Regel sehr gerne. Gut, großartig. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für die Tipps. Vielen Dank. Nagerland.